Und wieder ein wunderschöner Tag am Rhein. Hinten locken die Gipfel des Siebengebirges. Doch unser heutiges Ziel liegt deutlich jenseits der sieben Berge. Heute fahren wir eine kleine Runde ins Wittal. Ich glaube, wir werden insgesamt so fünf Velomobilfahrer werden. Und haben uns vorgenommen, am Rhein bis Neuwied. Und ein ganzes Stück die Wied hoch, ich glaube 30, 40 Kilometer die Wied hoch zu fahren. An einem der heißesten Tage letztes Jahr, oder vorletztes, nein, letztes Jahr glaube ich, habe ich das schon andersrum gemacht. Und andersrum schmeckt es mir eigentlich auch besser. Also schärfer klettern und sanft abfahren. Heute werden wir sanft klettern. Mal gucken, wie das geht. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich auch drauf, das mit den anderen zusammen zu machen. Jetzt rolle ich hier langsam gemütlich Richtung Königswinter. Ich muss mich unterwegs noch ein bisschen versorgen. Mit Wasser, denn es wird heiß. Nicht ganz so heiß, wie es in dem letzten Jahr war. Da war es, glaube ich, 35 Grad. Aber immerhin, warm wird es immer noch. So, und der erste Mitfahrer ist da, Jürgen aus Köln, den ich im letzten Dorf, das ist Niederdollendorf, aufgegabelt habe. Und zu zweit fahren wir weiter nach Königswinter. Und nun sind wir zu fünft, von hinten nach vorn, ich mit dem DFXL davor in Gelb, Hajo mit seinem alten Milan. Dann Roger mit dem weißen Alpha 7. Davor Jürgen im grünen DF und ganz vorne im DF-Spezial Alex, der die heutige Route ausgearbeitet hat und uns jetzt anführt. Hier die übliche Stelle, die alle verwirrt, die es nicht kennen. Da gibt es so ein Drängelgitter, wo die Velomobile gerade drunter herpassen. Aber das weiß man nicht, wenn man da nicht häufig herfährt. So, die anderen halten erstmal an und probieren aus, messen nach, ob sie da wohl durchkommen. Wir bleiben am Rhein bis Neuwied und Alex zeigt uns eine im Vergleich zur linken Rheinseite ziemlich gut zu fahrende Route auf der rechten Seite, die ich selbst noch nicht kannte. Bin abgeschreckt worden früher durch die Baustellen. Da wurde man auf einen Radweg in die Weinberge gelotst. Das schmeckte mir überhaupt nicht, sodass ich lieber auf der Hauptstraße geblieben bin. Hier die jetzige Route fährt sich gut und vor allen Dingen hat sie nicht diese kilometerlange Marterpassage auf buckligstem Pflaster zwischen Kripp und Bad Breisig, die man auf der linken Rheinseite hat und die das schlimmste Stück des Rheinradwegs im ganzen Mittelrheintal ist. Hier läuft es jedenfalls ziemlich gut. Nicht stark befahrene Straße wechselt mit Nebenstraßen und reinen Radwegen. Insgesamt kommen wir sehr gut voran. Durch die Orte nehmen wir ein bisschen Druck raus, ein bisschen Sightseeing machen, mal gucken, wie es hier so aussieht. Ich komme nicht so oft auf diese Seite des Rheins, sodass ich da jetzt mal öfter herfahren werde, um ein bisschen vertrauter zu werden mit den Ortschaften und den jeweiligen Abbiegungen, die zu kennen ganz nützlich ist. Hier geht es auf recht schmalem Radweg, aber sehr pittoresk neben den Felsen und den Weinbergen, die am Felshang kleben, entlang. Auch dieser Radweg ist neu gemacht.
Das letzte Mal, als ich hier unterwegs war, war das noch Baustelle. Und jetzt ist es ein sehr schönes Stück geworden. Ich glaube, der wird auch als Wirtschaftsweg für die Winzer genutzt. Hat deswegen eine ordentliche Breite, aber einen wunderschönen glatten Teer. Ich wiederhole mich, aber auch dieses Stück ist neu, entweder neu angelegt oder verbessert, sodass es sich heutzutage wunderbar fährt und nicht mehr dieser bucklige, schmale Streifen ist, der hauptsächlich erkennen ließ, dass man die Fahrräder weghaben wollte aus dem Weg der Autos. Manchmal endet dieser Weg dann allerdings und man muss auf die Straße mit teilweise recht velomobil unfreundlicher Wegführung. Das sieht man hier. Alex mit den Hosen, die seinen Wendekreis deutlich vergrößern, kommt um diese Kurve nicht herum, muss also zurücksetzen, der arme Kerl, während die Alpha und DF da ganz gut durchkommen. Leider verliert sich diese Radwegqualität dann auch, je näher man auf Neuwied zukommt, sodass ich diesen ganzen Teil mal mit Neuwied auslasse. Das ist wie Koblenz eine Autostadt mit irre viel Einpendlerverkehr und entsprechender Radfahrdiskriminierung. Hier befinden wir uns nun schon am Rand von Neuwied. Es geht raus in das Tal der Wied, dem Neuwied natürlich auch seinen Namen verdankt, und über die Dörfer, unter anderem Altwied, hoch, immer weiter hoch in Richtung Altenkirchen. Das ist eine der größeren Ortschaften oben auf den Höhen des Westerwaldes. Das Tal selbst wird zusehends ländlicher. Fährt sich wunderschön, ist ein grünes Tal, gesäumt von teilweise steilen Hängen, die aber größtenteils bewaldet sind. Sehr still, sehr beschaulich und es ist wirklich wahr, der Anstieg lässt sich wunderbar fahren. Es gibt so wie gerade hier einige etwas steilere Passagen, wo man dann in die kleinen Gänge runter muss, aber überwiegend fährt man mit Geschwindigkeiten zwischen 30 und 45 dieses Tal hoch. So sanft ist der Anstieg. Man sieht es hier links an den Höhenmeterangaben, die in den meisten Clips korrekt sind. Manchmal aus einem mir unerfindlichen Grunde werden völlig falsche Zahlen angezeigt, aber überwiegend korrekte Zahlen. Und daran kann man sehen, dass wir kommen zwar immer weiter voran, aber gleichzeitig steigt die Höhe nur sehr sanft, sehr moderat. Jetzt sind wir gerade bei 106 Meter. Ich glaube, in Neuwied, Ortsausgang Neuwied, waren wir so bei 80 Metern. Also das ist fast keine Steigung und fährt sich sehr gut. Also ich musste mich selbst korrigieren. Ich habe vorher gedacht, naja, sowas fährt man am besten nur runter, weil runter ist es natürlich auch eine tolle Fahrt, aber man kann es wunderbar hochfahren, auch wenn man hier, wie ich habe extra auf solche Stellen drin gelassen, immer mal wieder in kleineren Gängen den einen oder anderen kleinen Hügel hochkurbeln muss.
Ab und zu muss man mal einen kleinen Biostopp einlegen. Gute Gelegenheit, sich wieder ein bisschen zu versammeln, ein bisschen zu quatschen, was wir ja sonst während der Fahrt kaum machen können. Gerade auf Straßen fährt man ja nicht in einem dichten Pulk, sondern ein bisschen aufgelockert, damit Autofahrer nicht so sehr frustriert sind, weil sie warten müssen, uns überholen zu können. Jetzt hier mal eine Winkelpause. Kennst du den Weg? Bitte? Ja, der ist ja immer hier. Ich meine die Straße an. Ich meine jetzt erstmal eine Winkelpause. Hier vorne. Wo man eh langsam ist. Ich lasse euch jetzt mal ein bisschen zuhören. Ich habe den Ton höher gedreht für dieses Stück. Natürlich stellt sich raus, dass auch die anderen gerne einen Geostopp in Anspruch nehmen. Hajo und Jürgen diskutieren gleich die Route miteinander, denn Hajo hat festgestellt, dass sein Navi sagt, dass ein Teil der vorgesehenen Route eine Offroad-Passage ist. Man beachte die kreative Blinkergestaltung am schwarz-weißen DF-Spezial. Das Klappern der Pferdehufe deutet an, dass die Biostoppler wieder zurückkommen. Ist das die Strecke, die wir gleich fahren werden? Ja. Oh, naja, du hast ein richtiges Offroad-Gerät hier. Du siehst das ja kein Problem. Ne? Was hat er? Offroad? Ich hatte nur den Check, falls wir hier übertragen auf Mapstone. Ja. Und in der City Navigator Europe hatte er da gar keine Spaß mit. Hier hinterher? Ja. Aber wir fahren nur Straße. Ja. Nur Straße. Wieso? Wo soll keine Straße sein? Ja, später. Deswegen hat er ja Geländereifen aufgezogen. Ja, aber bis jetzt waren ja quasi keine Straßen. Das war ja teilweise übel. Übel. Ja, sonst konnte er mal alles gut haben. Was? Ja, weil du musst ja ein bisschen raushauen, du kannst die Kurve gar nicht einsehen. Du hattest schon richtig gemacht, der Alte. Ja, ich fahre eigentlich immer, wenn so eine Kurve kommt, fahre ich immer auf die Gegenspur erstmal. Ja. Damit du damit zum gucken sehen kannst. Genau. Ja. Ich habe auch extra Abstand gehalten, damit er sieht, dass der Licht nicht ja. Nein, das sollte ich. Du musst denen dann ein Zeichen geben. Ich hab ihm ein Zeichen gegeben, dann habe ich auch dran vorbeigefahren. Aber ja, eben. Track haben wir nicht mehr viel zu tun. Ne? Also der zeigt mir jetzt nicht mehr deinen Track an. Der sagt die ganze Zeit... Wir sind genau auf dem Track. Sind genau auf dem Track. Ja. Exakt. Ich mache da mein Navi gar nicht an, solange Alex da ist. Ja, Alex ja. Ist so gut wie das beste Track. Navi. Alex ist unser Navi. Ja. Bei mir sagt aber, der Track liegt rechts hinter ihm. Wirf einen Blick auf die Karte. Du hast vielleicht die Radwegnavigation, Rolf. Ich habe einfach nur den Track auf B-Route, von B-Route auf die Route hochgemacht. Ja, aber deiner, der will dich wahrscheinlich automatisch auf Radwegen führen. So, Alex, wie sieht's aus? Lass mal erstmal ein paar Radfahrer vom Auto vorbei. So, jetzt müssen wir mal wieder weiterfahren. Im weiteren Verlauf hat leider meine Powerbank, die Kamera antreibt,
sich irgendwie abgeschaltet, sodass ich nur noch 1-Sekunden-Clips habe, bevor sich die Kamera dann wieder abgeschaltet habe, immer wenn ich sie eingeschaltet hatte. Sodass uns jetzt einige schöne Passagen verloren gehen, wo das Tal immer weiter hoch geht. Und wir schließlich dann diese Stelle, an der wir abbiegen sollten, nämlich in Seifen, links liegen lassen. Im Rückblick betrachtet hätten wir das nicht tun sollen, sondern hätten wir auf diese Straße fahren sollen. Aber wir sind dann weiter Richtung Altenkirchen gefahren und als wir, glaube ich, ziemlich oben auf der Höhe waren, sind wir dann abgebogen und über eine schöne, leere, schnelle Straße erstmal wieder ein Stück runtergerauscht, Richtung Norden, glaube ich, oder Nordwesten, und sind dann abgebogen auf das Sträßchen, auf das uns Alex ursprünglich führen wollte, eben nur ein Stückchen weiter unten. Und das war sehr schön. Kleine Dörfer, ganz idyllisch, viel rauf und runter, aber wunderschön zu fahren. Also alles das liegt jetzt, diesen Punkt des Films, noch vor uns. Aber ich erzähle es mal, weil es nicht drauf ist. Wer den Track verfolgt, in der Mitte der Anzeige hier sieht, dass da ein Loch sich befindet. Das sind Dinge, das sind Passagen, die einfach gar nicht aufgezeichnet wurden. Also können die auch nicht hier in dem Track dargestellt werden, sondern da sind nur so ein paar Pünktchen. Das sind die wenigen Schnipsel, die übrig geblieben sind. Ich habe das dann hinterher, als wir oben auf der Höhe einen weiteren Biostopp gemacht haben, gemerkt und korrigiert. Und dann habe ich auch mehr Material. Aber zum Teil war diese Dörferfahrt, der ich auch noch einen Reifenplatzer hatte, war diese Dörferfahrt so toll und man musste so aufpassen, weil man immer wieder scharf abbiegen musste, wenn es gerade richtig wunderbar lief. Da hatte Alex wirklich genial die Route geführt, dass ich da gar nicht mehr gefilmt habe. Sondern das, was wir dann hinterher sehen, ist dann schon praktisch kurz vor bzw. nach Buchholz, Westerwald, an dem Nordrand des Westerwaldes, als wir dann schon so allmählich wieder die Abfahrt in Richtung Sieg bei Hennef in Angriff nehmen. Aber lange Rede, langer Sinn. Hier sind wir noch im Tal der Wied und fahren immer weiter aufwärts Richtung Altenkirchen. Man könnte hier links fahren, ne? Bitte? Da willst du reinfahren? Ja, man könnte da links reinfahren, dann kämen wir wieder auf den Track, sofern der Track da was taugt. Die sichere Variante ist einfach bis Altenkirchen und dann nachher die B8 zurück nach Weil. Also wir müssen eigentlich nach Weil fahren. Ja, wir sind dann da links gefahren und durch diese wunderschöne Strecke, die ich aus den geschilderten Gründen nicht gefilmt habe, und wir sind hier jetzt in der Anfahrt bei, ich glaube, das ist Kircheib oder wie das da oben heißt, jedenfalls das ist das Dorf vor Buchholz oder eins der Dörfer vor Buchholz, wo wir normalerweise hier jetzt runterfahren, da wo der rote Wagen da eben fuhr, da fahren wir runter nach Eitorf. Jetzt heute fahren wir in die andere Richtung, weil wir eben auch von der Seite her kommen und nicht runter nach Eitorf und ins Siegtal wollen, sondern wir wollen über Söwen hinterher später nach Hennef fahren.
Hier beginnt nun die Phase der Höhenmetervernichtung, sukzessive, immer weiter. Da müssen wir ja runter bis wieder auf die 57, 60 Höhenmeter bei Bonn am Rhein. Genießt diese Stückchen besonders, wenn man vorher die Höhenmeter auch selbst erklommen hat. Alex vorneweg strebt dem heimatlichen Sylven zu. Wir haben Alex in Sylven verabschiedet, der muss noch arbeiten und zu viert machen wir uns nun weiter auf den Weg runter ins Tal der Sieg nach Hennef. Wir wollen in der Sieglinde nochmal einkehren und bei Bier und Kuchen die letzte Etappe unserer kleinen Tour besprechen. Hier ist Hennef erreicht, da rechts neben der Straße liegt die Sportschule in Hennef, früher der DFB besonders gern benutzt hat. Wir sind also jetzt praktisch unten und fahren durch den Ort und dann raus zur Sieglinde, diesem urigen Sieguferlokal, beliebt bei Radfahrern und Paddlern. Ich erspare euch die Kuchenschlacht dort. Die liegt jetzt schon hinter uns. Dies ist der Siegradweg von Hennef nach Bonn. Wunderschön zu fahren, eine meiner Lieblingsstrecken in dieser Ecke, weil man die ganze Zeit kreuzungsfrei, ampelfrei fahren kann.
Heutzutage ist die einzige Schikane, die es zu überwinden gilt, ein Brückenneubau, der jetzt vor uns liegt, wo man ein bisschen vorsichtig rangieren muss, weil es eine Baustelle ist, eine aktive Baustelle. Und man hat gleichzeitig mit Drängelgittern dafür gesorgt, dass die übliche Schussfahrt den kleinen Berg runter heutzutage unterbleibt. Aber sehr zivil gemacht. Ursprünglich standen die viel enger, dann hat es da massive Proteste gegeben, dann hat man das etwas angepasst, sodass man heute einigermaßen gut durchfahren kann, wenn man die Geschwindigkeit entsprechend reduziert. Hier noch ein paar Meter auf dem Siegdeich, das ist schon kurz vor Bonn. Den Siegradweg könnt ihr euch in anderen Videos von mir auch noch in vielen anderen Abschnitten angucken, den muss ich nicht nochmal filmen. Deswegen habe ich hier nur ein paar atmosphärische Bilder drin gelassen, die zeigen, dass wir jetzt nur noch zu dritt sind, denn wir haben Hajo bei der Sieglinde verabschiedet und am Ende des Siegdeiches haben wir Jürgen verabschiedet, der dann in Richtung Köln abgebogen ist, sodass Roger und ich jetzt alleine die letzten Meter in Angriff nehmen. Vielen Dank für eure Geduld, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und bis zum nächsten Mal. Wer das Vital in der Abfahrtperspektive sehen möchte, der klickt auf den Link, den ich da entsprechend einbette und guckt sich die ganze Sache andersrum an.